Die Rundschau mit Sandro Brotz. Schön, dass Sie bei uns sind. Das sind heute die Themen. Riskante Impfung für Mädchen. Kleiner Stich mit großer Nebenwirkung. GPS-Sender für Pöstler. Briefträger befürchten Totalüberwachung. Dschihadisten in London. Die Angst vor den Rückkehrern. Guten Abend zum Politmagazin live aus dem Studio 4. Wer will schon sein Kind nicht vor Krebs schützen, so impfen unsere Schulen Mädchen ab 11 praktisch durch gegen Gebärmutterhalskrebs mit dem Segen des Bundesamtes für Gesundheit. Doch der kleine Pieks der sogenannten HPV-Impfung kann große Nebenwirkungen haben, wie bei Jessica oder bei Marie Ossian. Ob ihre Schicksale als Risiken einkalkuliert werden müssen, will ich gleich von einem Mitglied der Eidgenössischen Kommission für Impffragen wissen. Zuerst aber die Rundschau-Recherche meiner Kollegin Serena Tinari. Jeder Tag ist ein Tag mit Schmerzen für Jessica. Das ist mein Hauptmedikament. Das muss ich täglich einnehmen. Und zwar lebenslänglich, damit meine Erkrankung nicht fortschreiten kann. Dies hier brauche ich, wenn ich Schmerzen habe. Diese da sind für sehr starke Schmerzen. Ah, und das ist gegen Magenschmerzen, die ich aufgrund der anderen Medikamente kriege. Jessica Mühlethaler wurde mit Gardasil geimpft, einer HPV-Impfung, empfohlen vom Bundesamt für Gesundheit. Als erste Nebenwirkungen auftraten, rechnete die Familie mit nichts Ernstem. Doch dann verschlechterte sich Jessicas Zustand. Als ich aufwachte, sah ich in Schwarz-Weiß. In diesem Moment merkten wir, dass es wohl doch schlimmer ist, als wir angenommen hatten. Wir sind in die Augenklinik gefahren. Unterwegs habe ich immer schlechter gesehen. Ich hatte einen großen schwarzen Fleck im Auge. Als ich im Spital ankam, war ich blind. Diagnose: Multiple Sklerose. Glücklicherweise war Jessicas Blindheit nur temporär. Die Krankheit aber bleibt. Wie sich Multiple Sklerose entwickelt, ist nicht voraussehbar. Heute stellt sich Jessica viele Fragen. Es ist schwierig, mit 17 Nein zu sagen. Vor allem, wenn es um unsere Gesundheit geht. Man vertraut einfach. Im Nachhinein frage ich mich aber, warum machte ich diese Impfung? Die HPV-Impfkampagne. Offensiv lanciert vom Bundesamt für Gesundheit. Alle Mädchen sollen sich gegen HPV impfen lassen. Und zwar so früh wie möglich. Ab 11 Jahren. Mit einer Art Bravo-Foto-Love-Story setzt die Werbekampagne direkt bei den minderjährigen Mädchen an. Schwere Nebenwirkungen seien sehr selten. Und nach der Impfung kann es teilweise zu Rötungen und Schmerzen an der Einstichstelle oder Fieber kommen. Diese Nebenwirkungen verschwinden aber schnell wieder. Die eidgenössische Kontrollstelle Swissmedic wägt Nutzen und Risiko ab. Sie entscheidet, welche Medikamente zugelassen werden und überwacht deren Sicherheit. Den Fall Jessica Mühlethaler kennen die Experten in Bern gut. Wir haben es intensiv abgeklärt, gemeinsam mit den Angehörigen und den behandelnden Ärzten. Und müssen insgesamt sagen, dass ein klarer zeitlicher Zusammenhang mit der Impfung besteht. Und aber müssen im Übrigen offen lassen, ob die Impfung die Meldung verursacht hat. Aber ausschließen kann man auch nicht. Wir haben es als möglich beurteilt. 164 Fälle von unerwünschten Nebenwirkungen wurden Swissmedic in Verbindung mit Gardasil gemeldet. Am meisten betroffen ist das Nervensystem. In 62 Fällen wurden die Nebenwirkungen als schwerwiegend eingestuft. Auf dem Markt gibt es eine zweite HPV-Impfung, Cervarix von GlaxoSmithKline. Dieser Impfstoff kommt in der Schweiz nur bei 2% zum Einsatz. Swissmedic hat 2 Meldungen zu Cervarix erhalten. Sind diese Impfungen sicher? Wenn man die Gesamtheit der Daten anschaut, kommen wir nach wie vor zu der Bewertung, dass
den Nutzen, die Risiken deutlich übertrifft. Wenn man denkt, dass es um Verhinderung von schwerwiegenden Krankheiten geht und wenn man in Rechnung stellt, dass die schweren Risiken sehr, sehr selten sind. Bordeaux in Frankreich. Auch hier wurden schwere Nebenwirkungen nach HPV-Impfungen gemeldet. Wir treffen Familie Bourguignon. Wie beim Fall Jessica in der Schweiz leidet auch Tochter Marie-Océane nach einer HPV-Impfung mit Gardasil an multipler Sklerose. Und wie auch bei Jessica war die Reaktion extrem. Hier machte sie die Plasma-Austausch-Behandlung. Innerhalb 2 Stunden bekam sie etwa 3-mal ihr Blutvolumen injiziert. Durch einen zentralen Venenkatheter, also im Hals, weil die Nadeln so dick für ihre Venen am Arm gewesen wären. Nach Hause kam sie im Rollstuhl. Das war sehr hart, aber wir hatten keine Wahl. Sie brauchte ihn unbedingt. Ich bin sehr wütend, weil ich nicht ein Leben wie andere Jugendliche führen kann. Die Industrie hat mich belogen. Keine junge Frau soll das erleben müssen. Ich möchte, dass so viele Leute wie möglich darüber Bescheid wissen. Marie-Océane geht es heute besser. Trotzdem, ihre Krankheit ist, wie bei Jessica, chronisch. Sie ist ständig müde, hat Kopf- und Bauchweh, Schwindel. Und sie hat recht, es geht auch um Wut. Wir machen uns Sorgen um die Zukunft. In Frankreich untersucht eine staatliche Gesundheitskommission Fälle mit gravierenden Nebenwirkungen. Auch den Fall Bourguignon. Die Kommission kam zum Schluss, dass die Impfung Gardasil die Krankheit von Marie-Océane offenbar ausgelöst oder beschleunigt habe. Die Impfung sei zu 50% für das Leiden der jungen Frau verantwortlich. Aufgrund dieses Gutachtens hat die Familie Bourguignon entschieden, Klage einzureichen. Gegen die französische Prüfstelle für Medikamente und gegen den Impfstoffhersteller. Der Anwalt Jean-Jacques Goubris führt den Rechtsstreit für die Familie Bourguignon sowie für weitere 54 Familien. Marie-Océane ist heute eines der ersten Opfer von Gardasil, das eine Klage wagt. Überraschenderweise verweigert sich die Pharmaindustrie heute völlig. Die schweren unerwünschten Nebenwirkungen ihres Impfstoffs Gardasil anerkennt sie nicht. Gardasil wird in Europa von Sanofi Pasteur MSD vermarktet. Sanofi dementiert gegenüber Medien den Zusammenhang zwischen Krankheit und Impfung bei Marie-Océane. Zum Fall Mühletaler in der Schweiz will Sanofi keine konkreten Aussagen machen. Sanofi hält gegenüber der Rundschau aber fest: Grundsätzlich lässt sich sagen, dass multiple Sklerosefälle auch bei ungeimpften Mädchen dieser Altersgruppe auftreten. Ein gehäuftes Auftreten von multiple Sklerose bei mit Gardasil geimpften Mädchen wurde bisher nicht beobachtet. Tokio in Japan. Mehrere tausend Nebenwirkungen in Zusammenhang mit beiden HPV-Impfstoffen wurden den Behörden gemeldet. Davon betrafen die schweren Nebenwirkungen mehrheitlich das Nervensystem. Im April 2013 präsentierte die Vereinigung Eltern von HPV-Impfung-Opfer Daten und Videos. Darauf zu sehen sind ihre Töchter, wie sie auf Impfungen reagierten. Gleichzeitig hat das japanische Gesundheitsministerium beschlossen, die HPV-Impfung nicht mehr zu empfehlen. Weltweit zeichnet sich ein ähnliches Bild ab. Überall Meldungen über Nebenwirkungen und überall wird ein Zusammenhang mit dem HPV-Impfstoff bezweifelt. Doch nicht in den Vereinigten Staaten. Dort entschädigt die Regierung Impfopfer aus einem staatlichen Fonds. In Zusammenhang mit der HPV-Impfung wurden 259 Fälle von schweren Nebenwirkungen gemeldet. Davon 12 Todesfälle. 73 Fälle wurden anerkannt und ausbezahlt.
Laut aktueller Fachinformation der Hersteller von Gardasil und Cervarix liegen keine Hinweise für einen kausalen Zusammenhang zwischen ihrem HPV-Impfstoff und schwerwiegenden Nebenwirkungen vor. München. Die Initiative Unbestechlicher Ärzte wehrt sich unter anderem gegen eine Beeinflussung der Pharmaindustrie im Gesundheitswesen. Einer ihrer Vertreter ist der Kinder- und Jugendarzt Dr. Rabe. Er steht der HPV-Impfung kritisch gegenüber. Die HPV-Impfung ist fragwürdig, weil bis jetzt noch der Beweis aussteht, dass nur ein einziger Fall an Gebärmutterhalskrebs weltweit durch die HPV-Impfung verhindert worden wäre. Diese Impfung ist auch mit einem beispiellosen PR-Aufwand verkauft worden, weil natürlich bei einer flächendeckenden Impfung und bei den Preisen der Impfung ein enormer Gewinn mit dieser Impfung zu machen ist. Sanofi erwartet, dass ihr Produkt Gardasil bei verschiedenen Krebsarten wirkt und schreibt: Heute steht bei Fachleuten eher der große Erfolg der Impfung bei der Verhinderung von Erkrankungen im Vordergrund. Besonders in Australien, wo bereits früh eine hohe Durchimpfung der jungen Mädchen erreicht wurde, über 80%, zeigen sich bereits nach wenigen Jahren hervorragende Resultate. Wir haben in Australien endlich nachweisen können, dass diese Impfung wirklich wirkt. Sie wirkt, indem sie Genitalwarzen verhindert. Dafür ist sie aber nicht gemacht, nicht erfunden, nicht beworben und nicht bezahlt worden. Und das ist letztendlich auch ein Erfolg, der sehr, sehr fragwürdig ist, angesichts des Aufwandes und angesichts des Risikos, das mit dieser Impfung verbunden ist. Für Sanofi ist aber gerade dieser Rückgang der Genitalwarzen ein Hinweis dafür, dass Gardasil wirkt wie geplant. Jessica ist auf IV angewiesen und kann nur noch zu 50% arbeiten. Familie Mühletaler reichte keine Klage ein. Sie geht aber mit ihren Erfahrungen an die Öffentlichkeit, um andere damit zu warnen. Ich finde es sehr wichtig, dass die meisten Fälle an Swissmedic gemeldet werden. Es gibt viele Eltern, die den Zusammenhang nicht gemacht haben. Darum rede ich jetzt offen darüber. Ich habe da noch ein paar Fragen. An Ulrich Heininger, leitender Arzt am Universitätskinderspital bei der Basel, Mitglied der Kommission für Impffragen in der Schweiz, aber auch in Deutschland bei der Ständigen Impfkommission. Und er ist ein klarer Befürworter dieser HPV-Impfung. Guten Abend, Herr Professor Heininger. Guten Abend, Herr Brütz. Als Ihre Tochter zu Ihnen kam und sagte, Papa, soll ich mich gegen Gebärmutterhalskrebs impfen lassen, haben Sie bestimmt Ja gesagt. Aber haben Sie auch die Risiken auf den Tisch gelegt? Ich habe das Gleiche gesagt, was ich jedem anderen Mädchen, das mich gefragt hat, in gleicher Situation geantwortet habe. Keine Impfung ist frei von Risiken, keine medizinische Maßnahme. Aber ich habe ihr auch den Nutzen erläutert, wobei sie darüber schon informiert war, und habe sie darin bestärkt, als sie sich entschieden hat, sich impfen zu lassen. Aber nochmals, die Risiken haben Sie auf den Tisch gelegt, haben Sie ja auch gesagt, dass es möglicherweise bis zu MS, Multiple Sklerose, führen kann. Darüber bin ich mir nicht so sicher, ob das wirklich ein Risiko dieser Impfung ist. Das kann man diskutieren, aber Multiple Sklerose ist eine Krankheit, die durch die Impfung nicht verhindert werden kann. Das heißt, es wird sie vor Impfungen geben und wird sie leider auch nach Impfungen geben und ist nicht unbedingt eine nachgewiesene Nebenwirkung dieser Impfung. Wir haben es im Beitrag gesehen, diesen Flyer des Bundesamts für Gesundheit, der lobpreist ja diese HPV-Impfung von Risiken und Nebenwirkungen. Lese ich da nur sehr wenig und wenn dann im Kleingedruckten angetönt, wir haben das Mädchen auch gehört im Beitrag, das sagt, man vertraut einfach, die Mädchen werden doch hier klar beeinflusst und eben die Nebenwirkungen, die werden heruntergespielt, auch in diesem Flyer hier. Das ist ja die Idee dieses Flyers, diese Impfung beliebt zu machen, weil wir von der EKIF das Bundesamt für Gesundheit darin beraten haben und bestärkt haben, diese Impfung jungen Frauen zu empfehlen. Und dann muss man das auch publik machen mit Methoden, die auch bei anderen Medizinmaßnahmen angewendet werden. Aber da staune ich ein bisschen, das ist doch fragwürdig, wenn Sie sagen, das muss man beliebt machen im Stile eines Bravo-Fotoromans oder dieser Jugendzeitschrift. Das heißt doch auch, man muss die Risiken auf den Tisch und in dieses Papier reinbringen.
Welche Risiken meinen Sie da konkret? Ja, konkret, dass es eben Nebenwirkungen geben kann. Und Sie wissen, genau, wie ich, dass wir 200.000 Mädchen in der Schweiz haben, die mit Gardasil geimpft wurden. Wir haben 164 Fälle von unerwünschten Nebenwirkungen, davon über 60 schwerwiegend. Ich rede von diesen. Ja. Und da haben Sie völlig recht, aber das ist eigentlich die Aufgabe des individuellen Beratungsgesprächs, das stattfindet vor jeder Impfung, dass man über Nutzen und Risiken aufklärt. Das ist nicht die Aufgabe des Bundesamtes für Gesundheit, sondern das ist die Aufgabe der individuellen Ärztin, der Hausärztin oder des Hausarztes. Aber das beginnt doch hier schon, das beginnt doch schon beim ersten Merkblatt, wo ich doch alles schon wissen sollte. Alles kann man nicht wissen, Herr Brotz. Es gibt immer Dinge, die einen überraschen. Und selbst wenn 100.000 Frauen eine Impfung ohne Probleme vertragen, kann diese Patientin, die ich sehr bedauere, die erste sein, die vielleicht das Schicksal hat. Und das wissen wir bis heute nicht, dass es durch diese Impfung ausgelöst worden ist. Das ist das klassische Muster, das Verteidigungsmuster schon fast, dass ich höre von Experten wie Ihnen, die sagen, eben, es hat immer Risiken. Aber ich als Laie frage mich, wenn nicht zu 100% klar ist, dass es wirklich eine Wirkung hat, dann muss man doch umso genauer, umso schärfer hinschauen, wie man das in Japan macht, wie man das in Frankreich macht, wie man das in den USA macht. Warum bei uns nicht? Wird bei uns auch gemacht, sonst wüssten wir ja gar nicht von diesem Fall, wenn es nicht gemeldet worden wäre. Es gibt eine Verpflichtung zu melden. Und was Sie angesprochen haben, Herr Brotz, 100% Sicherheit gibt es nicht. Bei nichts, bei keiner Maßnahme, bei keiner medizinischen Maßnahme, auch bei keinem Medikament und auch bei keinem Impfstoff. Risiken gibt es und darüber muss man Bescheid wissen. Das ist wie wenn Sie eine Schmerztablette nehmen, müssen Sie wissen, dass Sie möglicherweise davon eine Blutung bekommen, im schlimmsten Fall eine schwere Reaktion und im allerschlimmsten Fall nach Einnahme einer Schmerztablette sterben können. Aber der Unterschied ist doch, Herr Professor Heininger, und mit Verlaub, wenn ich Sie hier korrigiere, ist, dass es zwar vielleicht keine Beweise geben mag von der Kausalität, vom Zusammenhang zwischen Nebenwirkungen und zum Beispiel MS, aber in Japan zum Beispiel wurde die Impfempfehlung wird die nicht mehr gemacht, da wird sie überprüft. In Amerika gibt es einen staatlichen Fonds, aus dem an Opfer bezahlt wird. In Frankreich gibt es eine eigentliche Klagewelle. Und das alles lässt Sie kalt, beunruhigt Sie nicht. Nein, es lässt mich nicht kalt, aber es sind alles ganz unterschiedliche Entitäten, die Sie jetzt angesprochen haben, die nicht alle in dieselbe Richtung gehen. Auch wir haben Entschädigungsfonds. Auch bei uns würde jemand mit einem anerkannten Impfschaden, und das, denke ich, ist auch richtig und wichtig so, entsprechende Entschädigung bekommen. Unsere Bevölkerung hat Anrecht auf größtmögliche Sicherheit. Und dafür setzen wir uns auch ein. Kalt lässt mich das keinesfalls. Und wenn Sie hören, in Japan zum Beispiel, eben diese Impfempfehlung wurde ausgesetzt, wird nicht mehr aktiv von den Ärzten gemacht, müsste man das dann nicht auch in der Schweiz machen, wenn es schon dort mehrere tausend Fälle gibt? Da sprechen wir jetzt aber nicht von Multipler Sklerose, sondern von einem ganz anderen Krankheitsbild. Dessen also Ursache von einer unerwünschten Nebenwirkung letztlich. Einer unerwünschten Wirkung. Und ob es eine Nebenwirkung ist, wird gerade untersucht. Genau. Und wenn das bei uns vorgekommen wäre, würde ich davon ausgehen, dass die Swissmedic ebenfalls eine Warnung ausspricht und dann vielleicht sogar einen Impfstoff auch mal von dem Markt nimmt. Das gab es ja im Übrigen schon mal, wenn Sie sich erinnern, vor 10 Jahren gab es einen Grippeimpfstoff, der über die Nase angewendet wurde. Und im ersten Winter, wo er eingesetzt wurde, gab es eine Häufung von Patienten, die eine Gesichtsnervenlähmung bekamen. Das wurde gemeldet von den betreuenden Ärzten. Und die Zulassungsbehörde wie auch der Hersteller haben reagiert und den Impfstoff vom Markt genommen. Da braucht sich die Schweiz vor Japan nicht zu verstecken. Gut, ich muss Ihnen jetzt alles glauben und abnehmen, was Sie mir sagen. Aber ich frage mich trotzdem, in mir drin, sind Sie eigentlich wirklich unabhängig? Weil ich habe gelesen und verstanden und recherchiert, dass Sie an Gutachten, an Studien, an Vorträgen mitgewirkt haben, die auch durch Pharmaunternehmen finanziell unterstützt wurden. Richtig. Sind Sie wirklich frei? Das weiß ich nicht, das müssen andere beurteilen, steht mir nicht zu. Aber das, das ist doch entscheidend, dass das Sie unabhängig werden können und keinen Druck der Pharmaindustrie spüren. Druck von der Pharmaindustrie spüre ich keinen. Und es gibt ja 20 bis 30 verschiedene Impfstoffe und eine Studie mit Impfstoff A mit einem Hersteller B heißt ja noch lange nicht, dass man nicht über ein Produkt C der Firma D urteilen kann, wenn man darum gebeten wird. Und aber man wird umworben, es ist klar. Man will möglicherweise Leute vor schlimmen Krankheiten schützen. Aber es ist auch ein Business. Es geht um wahnsinnig viel Geld. Ja,
Das mag sein, aber schauen Sie, ich bin nicht die EKIF, ich bin eins von 15 Mitgliedern der EKIF und wir fällen Mehrheitsentscheide. Hinter verschlossenen Türen, das ist gar nicht transparent. Ich weiß nicht, wie diese Entscheidung, diese Empfehlung zustande kommen hinter Ihren Türen. Doch, die Protokolle werden publik gemacht, die können Sie nachlesen. Unsere Sitzungsprotokolle sind frei verfügbar. Aber was vorher passiert, ob da Gespräche stattgefunden haben von jemandem, der bei Ihnen zum Beispiel ein Gutachten mitbestellt hat oder wo Sie einen Vortrag gehalten haben oder an einer Pressekonferenz aufgetreten sind? Das war in der Vergangenheit so, betraf Impfstoffe, über die wir jetzt gar nicht diskutieren. Aber Sie haben recht, die Transparenz ist was ganz, ganz Wichtiges. Und deswegen wissen Sie es auch, weil ich da kein Geheimnis draus mache und meine Kolleginnen und Kollegen auch nicht. Eine verbreitete Methode zur Früherkennung von Gebärmutterhalskrebs ist ja dieser sogenannte PAP-Test, der alle 3 Jahre, glaube ich, empfohlen wird. Sind solche Vorsorgeuntersuchungen nicht eigentlich wirksamer, einfacher und billiger? Das kann ich nicht beurteilen als Kinderarzt, aber was ich weiß, als wir uns 2006 mit dieser Impfung intensiv beschäftigt haben, haben wir gelernt, dass durch die Vorsorgeuntersuchungen, die Sie angesprochen haben, seit den 1970er Jahren die Krankheitslast halbiert werden konnte an Gebärmutterhalskrebs, aber dann über lange, lange Zeit stagnierte. Und wenn es in einem Haus brennt, dann löschen wir das Feuer. Das macht diese Vorsorgeuntersuchung, sie deckt Vorstufen des Krebses auf, das ist gut so. Die Impfung ist noch ein Schritt davor, das ist eine Primärprävention, sie verhindert, dass es überhaupt erst zur Infektion und zum Feuer kommt. Gut, ich habe gelernt, wir müssen mit diesen Risiken leben, auch mit Fällen wie Jessica oder Marie Ocean. Ich frage Sie am Schluss und bitte eine klare, einfache Antwort. Ist es zu verantworten, sein Kind nicht zu impfen? Ja, das muss jeder selbst entscheiden und das ist zu verantworten, wenn man sich über die Folgen im Klaren ist. Professor Ulrich Heininger, besten Dank für den Besuch hier an der Rundschau-Theke. Sehr gerne. Vielen Dank.